Hallo Freunde und willkommen zurück zu Mittelerde Schatten des Krieges, wo wir hier gerade uns mal entschlossen haben, weiterzugehen. Dafür müssen wir aber das war der falsche. Dafür müssen wir aber uns den Weg mal ein bisschen freikämpfen. Guten Tag. Ups. Es ist immer dasselbe, wenn ich Menschen pack wie dich sehe. Ich hab die Schnauze voll. Ich wollte ihn ja eigentlich mit einem Schleichangriff killen. Ist ja schon mal hart vorstechen. Haltet euch vor den Flammen fern! Wie gefällt dir das? So. Also du wirst erzürnt, wenn ich über dich springe. Okay. Öde. So, könntest du jetzt bitte einfach drauf gehen? Okay. Oh. Okay, seine Angriffe kann ich nicht. So, tschüss. So, eine neue Rüstung. Ist die denn besser? Nö. Sogar schlechter. Gut. So, als nächstes können wir uns das Ethylien hier holen. Dann holen wir uns Takra. Vielleicht finde ich auf dem Weg zwischendurch noch mal ein paar Würmer. Dann kann ich den hier vielleicht mit Glück aufdecken. So. Da sind auf jeden Fall Würmer. Anzeigen lassen, wo der Kerl ist. Position Nummer kann, na toll. Grisha der Große, Maschinenstammkommandant. Er läuft panisch davon, wenn er von Morgai-Fliegen attackiert wird. Okay. Er ist anfällig für Schleichangriffe, Gift und Bestienangriffe. Er ist nach einem Schuss in den Kopf benommen und wenn wir ihn festnageln, schaden durch Fernkampfhinrichtung und Feuer. Am besten sollten wir ihn also einmal mit Schleichangriff treffen und dann hinrichten. Er führt eine Gruppe von Bogenschützen, das gefällt mir schon nicht. Also Kommandant, okay. Ermutigt seine Verbündeten, ermöglicht es ihnen, ihre Kampfeslust voll auszuspielen, geht Gefolgsleute, seine Banner aufzustellen und Verbündete im Umkreis zu stärken und zu erzürnen. Ich störe die Banner, um seinen Befehl zu sabotieren. Und Verstärkung rufen. Erzürnt Orks, wenn er stirbt. Ja, das haben wir gerade eben schon mitgekriegt. Maschinenhaken. Schleudert einen Kettenhaken auf Gegner und zieht sie damit heran. Dabei fügt er ihnen schweren Schaden zu. Uncool. Ein Frontkrieger. Erzürnt, wenn er verwundet wird. Oh oh. Und treuer Blutsbruder von Hoglik, fick dich doch. Hoglik verfolgt uns. Er ist immun gegen Fluchangriffe. Ich weiß noch nicht, ob ich mich mit dem anlegen möchte. So, ich will da hinten die Male haben. Na den. Boom. So. Hier sind nämlich noch ein paar mehr Würmer. Krimp der Träume. Okay, der hat einen coolen Helm und
Von der Aufmachung her seht ihr ein bisschen aus wie Bloodseeker. Was ist mit dir los? Mystiker-Stammzerstörer. Es hat Furcht vor Festnageln, erleidet Schaden durch Fernkampf, durch Feuer und durch Schleichen. Wirft Bomben und Minen. Uncool. Zerstörer, ergo hat wieder Sprengstoff. Stammesbonus Mystiker-Klinge. Nutzt die Macht der Schatten, um direkt neben dir aufzutauchen. Schlägt mit einer tödlichen Morgul-Klinge zu unhöflich und hat noch einen Speer. Ja, nee, ist klar. Erzürnt, wenn du Übersprung gegen ihn einsetzt, das kennen wir auch schon, und immun gegen Kampfhinrichtung. Das ist nicht cool. Das gefällt mir nicht. So gut, Info gespeichert. Gut. So, direkt hier um die Ecke scheinen Infos zu sein in Form meines Sohns, natürlich. Du wirst nicht folgen! Und zumindest ist es einer von denen mit Speeren, das heißt, den sind wir dann auch schon direkt mal los. Wut der Blaue. Anfällig gegenüber schlecht Todesstößen, an panische Angst vor Hinrichtung. Er leidet Schaden durch Fernkampf, durch Hinrichtung und durch Feuer. Er ist ein Schlechter. Er ist das gewandter Kämpfer. Der Schlechter nimmt es direkt mit seinen Feinden auf und überwältigt sie mit außergewöhnlichen Kampffertigkeiten. Hat einen Dreifachangriff, tödlichen Dreierkombination an, lass im Nahkampf größte Vorsicht walten. Schosshagel, ja, zwei Armbrüste, die sehe ich noch nicht so ganz, weil er zu tierisch viele Speere hat, aber hey, und er hat halt einen Speer. Des Weiteren ist er immun gegen Angriffe durch Bestien. So. Machen wir das doch mal so. Biegen wir den mal kurz von den Beinen. Biegen ihn um. Sehr schön. So, auf der anderen Seite der Mauer ist das Ethel, den wir wollen. Nein, Moment. Ich muss das ja nur mit. Mit der Geistergestalt holen. So, aber auf der anderen Seite ist auf jeden Fall noch ein Wurm. Aber bevor wir uns den schnappen, Takra der Abstecher. Das ist mein nächstes Ziel. Pelagondors kriechen herum und zünden unsere Vorräte an. Wir müssen sie aufhalten. Ja, wir müssen sie alle erwischen und dann zünden wir sie an. Ich schnapp ich auch. Jetzt leidest du. Mehr Informationen für uns. Ratak, der Karagor-Dieb, ist besonders anfällig für Gift. Frisch vor Festnageln, Hinrichtung wird genommen durch Schleichen. Er leidet Schaden durch Fernkampf und Hinrichtung und durch Feuer. Führt ein Rudel treuer Karagor in den Kampf. Ach du Kacke, gefällt mir gar nicht. Er ist ein Gauner mit Überraschungsangriffen und unerwarteten Taktiken. Der Gauner ist schwer einschätzbar. Rauchbombe, hat Klauen und einen Speer. Und des Weiteren wird er erzürnt, wenn er einen Schattenangriff erblickt. Weil ich den eh noch nicht kann. Alles gut. So, könnten wir einfach mal kurz unsere Ruhe haben hier. Wahrscheinlich nicht. Ist ziemlich viel los gerade. Nein, du solltest den hinter dir eigentlich hinrichten. So, könnte mal bitte aufhören, hier mehr zu werden. So, den wollte ich hinrichten. Schön. Ein neues Juwel. Sein Lebensjuwel. Achso, die Dinger sind immer gleich gut. Also,
Die haben halt an sich eventuell höhere Stufen, aber naja. So, das möchte ich mal eben freischalten, weil wir hatten ja letztens eine Rune gefunden, die uns mehr Erfahrungspunkte gibt. Erfahrungspunkte, ihr kennt mich, je mehr, desto netter. So, da sehen wir ihn direkt. Was anfällig für Schleichen und Schaden durch Fernkampfangriff und Hinrichtung, das ist doch schön. Komm du mal kurz her, bitte. Die sind so schön doof. So, dann gucken wir mal, dass wir Taka erwischen. Am besten wahrscheinlich von hier oben, ne? Ich in. Du wirst blut! Das ist doch Schrack! Wir sehen uns noch! Dann werde ich mich rächen! Nope. Definitiv nope. Ihnen fehlt die Anmut und Genauigkeit der Elben. Trotzdem schießen sie beharrlich ihre Pfeile auf uns. Das ja, stört mich nicht, solange sie nicht treffen. Richtig. Und 1.2, soweit ich mich erinnere, sind Orks auch in diesem Spiel nichts anderes als ursprünglich einfach nur geschändete Elben gewesen. Also sind die zumindest auch noch verwandt. Ich muss einen Feind vergiften. Das kriege ich bestimmt mal hin. Ich weiß übrigens aber nicht, ob wir die Fähigkeit schon haben. So, da oben ist der Wurm, den ich habe. Erstmal. Ups. Nein, das war nicht die richtige Taste. Achso, der ist auch einfach schon tot. Da sage ich doch nicht nein. Na gut, schalten wir den noch frei. Horsa mit dem irren Blick. Na gut, der hat auch nur noch ein Auge. Anfällig für Schleichen, Schaden durch Fernkampf, Hinrichtung und Feuer. Das ist irgendwie Standard bei den meisten. Er ist ein Schlechter, hat einen Dreifachangriff, der hat Schreckensketten und ist ein Frontkrieger. Wird erzürnt, wenn er eine Hinrichtung abkriegt und er ist immun gegen Gift. Okay. So, wer bist du da hinten? Achso, nee, das ist wieder so ein Auftrag für den Hauptmann. Ja gut, Der Anführer will, dass er nach einem sehenden Stein ausschaut. Gut, ich würde vorschlagen, ich markiere mir erstmal Skrisha, genau. Den wollte ich aber ehrlich gesagt meiden. Den konnten wir uns, glaube ich, relativ schnappen. Panische Angst vor Gift. Anfällig für Gift und Bestienangriffe. Schuss in den Schädel benommen. Schaden durch Fernkampf und Hinrichtung. Hat ein Gefolge von Kriegern halt. Das ist nervig. Gattensuche. Lässt deinen Jagdhorn ertönen, wenn er deine Spur entdeckt hat. Na gut. Er ist Fallensteller. Unhöflich. Hat einen Geschosshagel und eine Armbrust. Und wird erzürnt, wenn er festgenagelt wird. Ne? Der ist eigentlich kein Problem, glaube ich. Der macht mir eher Sorgen. Weil der eigentlich ziemlich anfällig ist. Schleichangriffe. Dann nicht Fernkampfangriffe und Hinrichtungen. Naja, komm. Wir riskieren es mal, wenn wir halt draufgehen, mein Gott. So.
ziehen uns mal ganz kurz. Bist du doof oder tust du nur so? So, komm. Ihr habt Durst. Wir haben halt wirklich Durst, sind die doof? Noch gesehen, wie ich da was reingekippt habe. Prost. Naja, ich beschwere mich nicht. So schön. Hast du die Folterbank gereinigt, wie es der Hauptmann befahl? Aha. Gut, Was? Nein. Wer kommt denn auf solche Ideen? Orks zu töten. Die armen, unschuldigen Orks. So. Ach so, den muss ich ja aufspüren. Ja gut. Die Elbenwut, ja gut, die habe ich auch. Weil ich die noch nicht so ganz verstanden habe. So. Anstatt zu kontern, einfach direkt umbringen. Why not, ne, wenn es funktioniert. Gut, aber. So anspruchsvoll sind die Kämpfe halt noch nie gewesen. Zumindest nicht gegen die einfachen Orks. Weg mit dir. Okay. So, da waren eh gerade ein paar Pfeile. Was? Wo? Ups. Da war ich nicht gründlich genug mit dem Schuss. Ja gut, ich habe aber keine Lust, mir den Hauptmann da noch zu suchen. Dann hole ich mir mal eben das Artefakt. Warum auch immer der Kerl seine Waffe weggeworfen hatte. Meins. Ein Pfeil. Der rote Pfeil ist eines von Gondors wichtigsten Symbolen. Doch nur wenige wissen, wofür er steht. Sind wir in äußerster Not, können wir den Pfeil den Menschen Rohans überreichen, die durch einen uralten Pakt dazu verpflichtet sind, uns zur Hilfe zu reiten. Wir hätten ihn zu Beginn der Belagerung einsetzen sollen, doch die Orks umzingelten uns so schnell und Rohan ist so weit entfernt. Jo. Das ist durchaus korrekt. So, wie gesagt, ich habe keine Lust mehr, den Führer zu holen. Ich frage mich, ob die Menschen Rohans diesen Pfeil würdigen würden. Schwer zu sagen. Menschen haben ein kurzes Gedächtnis. In Krisen ein noch kürzeres. So, ich möchte aber auf jeden Fall, da vorne habe ich wieder einen Wurm gesehen. Den Kerl. Den will ich haben. So, holen wir uns noch ein paar Infos. Wir haben nicht mehr so viele, die uns fehlen. 3 Stück gerade aktuell nur. Zumindest hier in diesem Gebiet, muss man natürlich auch sagen. So, Pushkrimp, der Meister. Panische Angst vor Gift und Verschleichen. Anfällig für Schleichen. Weiche Schädel. Und die üblichen Schwächen. Kriegstreiber-Zusammenprall. Hält deine Waffe mit seinen Handschuhen an Ort und Stelle. Handle schnell, um dich zu befreien, sonst erleidest du zusätzlichen Schaden. Okay. Und er ist mal wieder ein Frontkrieger. Des Weiteren wird er erzürnt, wenn andere Orks in seiner Nähe in Wut geraten.
Okay. Und hab die Herren. Oh, Menschenall! So, so, so! Ist das denn ein Tark? So. Bogenblockade, okay. Au. So. Du bist hartnäckig. Und ach. Dämlichen Fallen von dem Kerl, ne? Den hat der Tag gespürt! Zum Totlachen! Da ist er! Wie hat der Pfeil mich gerade noch getroffen, bitte? Yeah. Du da hinten, ja? Geh mir nicht auf den Sack. So. Scherzbold. Kriegshammer. Moment, der zählt als Fernkampfwaffe. Okay. Nützlich. Werf ich dann Hämmer? Witzig ist das denn bitte. Ja, ich werf Hämmer. Lol. Was war das für ein Geräusch? Ich hab ihn gesehen! Ah, ich weiß nicht, wovon du redest. So, erstmal holen wir uns kurz ein paar Infos. Und zwar über dich. Naruk Schwarzklinge. Er ist ein Dunkelstamm-Berserker, der noch verflucht und episch ist. Verflucht episch halt. Besonders anfällig für Schleichen. Demoralisiert, wenn der Tod eines verminderten Hauptmanns miterlebt wird. Anschaden durch die üblichen Verdächtigen. Es hat eine epische Eigenschaft. Fluchmeister erhöht den Fluchschaden, den er selbst und seine Verbündeten anrichten. Nicht cool. Und führt ein verderbtes Schwert, das seine Feinde mit einem Fluch beleben kann. Veteran ist ein Berserker, hat einen wütenden Ansturm, Tobsucht, Dunkelhiebe, an die mit den Krummschwertern, Krieger, erzürnt durch tödliche Wunden und erzürnt durch Feuer. Nicht cool. Der Menschenwurm! Komm mal her. Dankeschön. Und einfach nochmal. Bringt wahrscheinlich nicht viel, ne? Aber es bringt etwas. So, da ist noch ein Artefakt, das nehmen wir mit. Die Orks sind von Ringen besessen, noch mehr als von Münzen und Schmuck von gleichem Wert. Sie entreißen sie den Gefangenen sofort. Und was aus ihnen wird, kann man nur vermuten. Wir finden selten Orks, die sie tatsächlich tragen. Na, was die wohl mit den Ringen machen, noch nicht ihrem Meister übergeben. Gut, ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten werden wir uns noch das Artefakt hier holen und dann wahrscheinlich hier Boot den Blauen noch zerlegen mit dem Artefakt. Und dann kommen wir vielleicht auch irgendwann mal an. Hat kaum denselben Namen verdient wie unser Ring. Ja. Gut. Aber wie gesagt, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns. Bis morgen. Ciao, Freunde.